Landesrätin Verena Dunz zieht Bilanz über die Dörfererneuerung im Bezirk Oberpullendorf und gibt einen Ausblick über zukünftige Projekte im Bezirk. Bürgermeisterin Claudia Friedl präsentiert das Dorferneuerungsprojekt Dorfplatz Dörfel und andere durchgeführte Projekte im Rahmen der Dorferneuerung. Ja, sehr geehrte Damen, ich darf Sie sehr herzlich zur heutigen Pressekonferenz mit der Frau Landesrätin Verena Dunz hier in Steinberg-Dörfel sehr herzlich begrüßen. Ein sehr angenehmer Pressekonferenztermin, würde ich mal sagen, für uns alle. Open Air am neuen Dorfplatz in Dörfel. Ich darf beginnen mit der Konklusio, die dann die Frau Landesrätin machen wird, zum Thema Dorferneuerung im Burgenland. Ich stelle heute quasi das lebende Beispiel dessen dar, was Dorferneuerung wirklich gelebt ist. Deswegen sitzen wir hier auf diesem wunderschönen Platz mitten im Herzen vom Ortsteil Dörfel, der Marktgemeinde Steinberg-Dörfel. Ja, und dieses lebende Beispiel hat damit begonnen, dass wir im Rahmen der Dorferneuerung begonnen haben, vor vielen Jahren bottom-up, also von der Bevölkerung hinauf, zu analysieren, den Status quo der Gemeinde zu aktualisieren. Was haben wir, was brauchen wir, was wünschen wir uns in vielen Veranstaltungen im Zuge der Dorferneuerung? Ist unter anderem auch dieses Projekt entstanden, dass sich die Bevölkerung von Dörfel ein Zentrum, ein Ortszentrum gewünscht hat. Und dieser Dorfplatz ist das Ergebnis dieser vielen Besprechungen und dieser vielen Sitzungen. Und ich bin sehr stolz darauf, dass wir nach der Planungsphase, nach der Ausschreibungsphase und der Vergabe jetzt innerhalb von 2 Jahren dieses Projekt fertigstellen konnten. Die Kosten belaufen sich um die knapp 400.000 Euro. Und die Dorferneuerung, die burgenländische, fördert diesen Dorfplatz natürlich. Ich freue mich auch, dass wir ihn eröffnen werden, und zwar gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Dörfel, die ja quasi im Anschluss in der Nachbarschaft wohnt. Ist natürlich auch getimt, weil die Feuerwehr Dörfel auch ein sehr großes Projekt jetzt umgesetzt und finalisiert hat, mittlerweile schon vor 5 Jahren begonnen. Man sieht es auf der Seite mit einem Zubau für die Fahrzeuge und einer Komplettsanierung des Altbestandes, der von der Feuerwehr finanziert wurde, teilfinanziert. Natürlich auch die Gemeinde Steinberg-Dörfel hat 140.000 Euro dazu gezahlt. Im Zuge dessen haben wir noch einen Nachbar. Es ist wirklich ein Dorfplatz, nämlich den Musikverein Steinberg-Dörfel, der hier hinter uns ist. Und auch hier haben wir das gleich mit einbezogen, mit der alten Schmiede, das ein Wahrzeichen und ein Symbol für den Ortsteil Dörfel ist. So ist dieser Dorfplatz entstanden, und er soll eben das Miteinander auch symbolisieren von der Feuerwehr mit dem Musikverein und auch dem Kulturgut der alten Schmiede. Es ist hier ein Sitzbereich entstanden, der dazu verleiten soll, sich zu treffen, vor allem an so lauen Sommerabenden, wie wir sie jetzt im Burgenland ja mittlerweile haben. Es wird auch schon sehr gut angenommen. Es ist ein Trinkbrunnen installiert, und es soll sich hier alles abspielen, was im Dorf ist. Und ich glaube, dafür steht auch die Dorferneuerung. Die Frau Landesrätin wird es dann auch noch ausführen. Das ist auch der Beweggrund, warum wir das machen, warum wir analysieren, dass das Dorfleben aktiv ist, dass sich etwas tut. Und ich bedanke mich sehr herzlich für die Unterstützung, weil ich auch als Bürgermeisterin der Marktgemeinde Steinberg-Dörfel natürlich auch den Dorfplatz in Steinberg, den wir im Zuge des Gemeindezentrums miterrichtet haben, auch mitfinanziert bekommen habe. Und ich glaube, alle Gemeinden im ganzen Land haben sehr, sehr viel von der Dorferneuerung profitiert. Die Frau Landesrätin hat sicherlich die Zahlen. Wir könnten auch derartige Projekte sicherlich nicht aus eigener Kraft finanzieren. Das ist unmöglich. Und wenn, dann würden sie wahrscheinlich nicht derart gelungen sein und derart schön sein, weil ich glaube, man braucht nur einen Schwenk zu machen, und man braucht auch nur den Steinberger Dorfplatz anschauen. Es sind wirkliche Juwelen, und es sind Orte der Begegnungen und Plätze der Begegnungen. Und dafür sind sie da. Daher meinerseits als Bürgermeisterin der Marktgemeinde Steinberg-Dörfel, und ich glaube, ich bin stellvertretend für alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Landes, ein herzliches Dankeschön, Frau Landesrätin, für die Unterstützung, für die aktive Unterstützung. Und ich hoffe, dass die Dorferneuerung auch in Zukunft derartiges herausbringen wird. Es gibt ja sehr, sehr viele Projekte, nicht nur bei uns im Bezirk, sondern im ganzen Land. Und ich würde dich bitten, uns darüber zu informieren und all die tollen Sachen zu präsentieren, die mit der Dorferneuerung gemeinsam und mit der Kreativität unserer Menschen und für unsere Menschen geschaffen wurden. Dankeschön von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank. Ich darf Sie natürlich auch sehr, sehr herzlich begrüßen. Schön, dass Sie gekommen sind. Das ist ein unglaublicher, wunderschöner Platz. Danke für die Vorbereitungen, Herr Feuerwehrkommandant.
Frau Bürgermeisterin, Gratulation. Die Dorferneuerung habe ich 2005 vom Landeshauptmann übertragen bekommen, weil er der Meinung war, und ich gebe ihm da recht, da ist viel mehr noch drinnen. Ich habe seit 2005 vieles weiter vorangetrieben. Es geht immer um die Menschen vor Ort. Die Dorferneuerung ist daher ganz verschieden in den Dörfern. Überall haben wir andere Projekte. Man kann nicht einmal sagen, was die meisten Projekte sind, weil sie überall anders sind. Warum? Ich lege Wert darauf seit 2005, dass ich sage, die Dorferneuerung, das Dorfleben hat immer mit dem Leben der Wünsche der Menschen zu tun. Die Bevölkerung soll eine Lebensqualität haben, die müssen aber selber wissen, was sie brauchen oder was ihnen fehlt. Und daher habe ich sofort umgestellt und das funktioniert wie da in Dörfel, auch in Steinberg und woanders, nämlich dass man fragen, was braucht die Bevölkerung, was wünschen sie sich. Und solche getragenen Projekte der Dorferneuerung sind daher immer auch besonders die geschätzt werden, weil die Bevölkerung mit an Bord ist. Und das ist mir sehr wichtig. Ich verlange von den Gemeinden immer eine Befragung der Bevölkerung und die Bevölkerung kann ihre Ziele, wo sie hinwollen und was ihnen wichtig ist, sehr, sehr genau mitgestalten und sieht dann auch, wenn solche Plätze wie da fertig sind. Das ist unglaublich schön, wirklich unglaublich schön. Ich fühle mich da sehr, sehr wohl und das werden sicher auch die Menschen tun. Natürlich legen wir Wert drauf auf generationsübergreifende, dorfübergreifende Möglichkeiten und Projekte. Das ist natürlich wieder ein Musterbeispiel, wo die Feuerwehr, wo eben der Musikverein und die Vergangenheit mit einbezogen werden, aber auch die ganze Gasse, wo man da sieht, da ist ein Platz, wo man sich hoffentlich wieder trifft. Kommunikation und das Miteinander ist und bleibt ein Schwerpunkt in der Dorferneuerung. Warum? Teilweise, und ich fahre ja jeden Tag durch und auch in anderen Gemeinden, und ich nehme ja sozusagen jeden Tag 4 Bezirke mit, bevor ich auf meinem Arbeitsplatz lande. Das ist mein Bezirk Güssing, dann Oberwart, dann natürlich Oberbullendorf und dann habe ich noch ein Stückerl über die S31 vom nächsten Bezirk. Und überall sehe ich, dass das Gott sei Dank wieder zunimmt, nämlich das gemeinsame irgendwo zusammenstehen und vor allem zusammensitzen. In den letzten Jahren hat mir das ein bisschen wehgetan und das ist nicht gut für die Bevölkerung. Wenn wir uns alle zurückziehen, verstehe ich absolut. Jeder braucht seine Zeit des Zurückziehens. Aber was nicht geht, ist, dass diese Oasen wie hier einfach nicht mehr gibt, das Bankerl sitzen, das war früher die Stärke der Menschen. Und wenn ich täglich auch mit Schicksalen, ich bin dann vorher erzählt, dass wir ein Gespräch haben und dass ich dafür leider zu spät gekommen bin, dann hat das auch wieder miteinander zu tun. Wenn man allein sein Schicksal tragen muss, dann ist das ganz, ganz schwierig. Wenn man auf einem Bankerl sitzt, auf einem Platz sich zusammentrifft und mit Sven sie austauschen kann, ist das ganz was anderes, weil da auch Hilfe entsteht und Verständnis. Und daher sind diese Plätze, nicht nur weil sie schön sind, sondern weil sie zusammenführen, ganz, ganz wichtig. Ich habe jetzt auch natürlich, ich mache immer wieder mit bei Architekturwettbewerben. Ich bin sicher, dass das da auch einen guten Preis erlangen wird. Das sehe ich alleine, weil ich doch sehr viel Erfahrung habe. Darf ich Sie einladen, hier wirklich dann auch bei der nächsten Ausschreibung mitzutun. Das Zweite, wo ich gerade mitgemacht habe, ist beispielsweise ab beim schönsten Dorfplatz. Da seid ihr leider zu spät, geht wieder nächstes Jahr. Und allein bei der Einreichung des schönsten Dorfplatzes kriegt das Dorf oder der Verein wieder Geld und wird belohnt für solche Ideen. Da machen sehr, sehr viele Gemeinden mit. Überhaupt wird Sie wahrscheinlich interessieren, wir haben 171 Gemeinden, jetzt sind wirklich 154 dabei. Das ist unglaublich, kein anderes Bundesland hat das geschafft, dass von 171, 154 mitmachen, nur 17 fehlen. Und Sie werden sehen, ich zähle Ihnen gerne einige auf und würde Ihnen vorschlagen, ich schicke Ihnen das, weil dann brauchen Sie das nicht mitschreiben, meine Redeunterlage. Allein in den letzten Monaten habe ich im Bezirk Oberbullendorf Kobersdorf gehabt. Da war ja die Eröffnung am Wochenende, der Elisabethpark in Neutal. Da haben wir die Eröffnung jetzt irgendwann, glaube ich, Generationenplatz, Seniorenfitnessplatz, das ist das neueste Projekt. Steinberg-Dörfel haben wir Steinberg erst gehabt, jetzt haben wir Dörfel.
Unterfrauen. Heute haben wir jetzt irgendwann die Eröffnung, das weiß ich. Da geht es um einen neuen Dorfplatz in Nikic, wieder ganz was anderes, nämlich eine Trendsportanlage Funcourt, da hat sich die Jugend gewünscht, sie wollen sowas. Und in Stob haben wir ganz ein anderes Thema, gerade umgebaute Sanierung bzw. Umbau der Aufbahrungshalle. Das sind alles Dinge, die von den Menschen kommen. Und die sagen einfach vom Friedhof bis zum Funcourt bis Dorfplätze oder den Elisabethpark, dass sie das wollen. Um ganz konkret zu sagen, diese wenigen Projekte, das sind 6, haben alleine ausgelöst eine Summe von 484.000, sie kriegen das denn alles, 790 Euro. Das heißt, fast 500.000 Euro, eine halbe Million Euro ist da allein in diese Projekte gegangen. Und wenn ich jetzt noch dazu nehme, da war schon Steinbergdörfel dabei, also Steinberg, der Dorfplatz dabei, da habt ihr 48.000 Euro für Steinberg bekommen. Der Platz da wird natürlich genauso gefördert. Da sind wir in etwa bei fast 100.000 Euro für den Platz, den die Dorferneuerung dazu zahlt. Aber das haben wir noch nicht genau berechnet. Der Platz ist also noch größer. Und 9 weitere Projekte haben wir jetzt gerade liegen aus dem Bezirk Oberpullendorf, außer denen, die wir jetzt gerade abgeschlossen haben, die ich erwähnt habe. In der alten Förderperiode wurden im Bezirk Oberpullendorf, finden Sie alles in meiner Unterlage, 1,5 Millionen ausgelöst. Das waren 62 Projekte, um ein paar zu nennen, das haben Sie alles drinnen, von der Naturparkarena Lockenhaus bis beispielsweise zum Töpfermuseum Stob, zum Freizeit- und Veranstaltungszentrum Lackenbach und. Also ganz, ganz verschiedene. Hier ist ganz klar, ich habe immer wieder, das finden Sie auch in den Unterlagen, Sonderrichtlinien, wo ich sehe, dass wir eine besondere Geschichte machen müssen. Ich möchte Ihnen dafür, weil Ihre Zeitungen liest man, möchte nochmal sagen, dass ich 100%, das ist ein Schwerpunkt meiner Sonderrichtlinien und Sonderförderung, nach wie vor geht für Open Weiland. Das heißt, wenn ich auf einem offenen Platz wie hier beispielsweise ein Weiland habe und das gratis zur Verfügung stelle, zahlen mir 100%. Das heißt, für ein Open Weiland, in etwa ein Deckel, wo mehr kostet nicht, viel Erfahrung, 3.000 Euro, wir fördern das zu 100%. Das haben wir gesehen, weil das so viele Plätze brauchen, wo wir das nicht haben. Also einfach nur nachdenken drüber. Ein zweiter Schwerpunkt ist auf alle Fälle nach wie vor die Mobilität. Dorfbusse, Rufsammeltaxi und so weiter. Da ist es so, dass ja gerade das Mittelburgenland sich nicht von meinem Südburgenland unterscheidet, dass die Mobilität immer ein Thema ist. Was tue ich da? Und daher vielen Dank, wenn Sie darüber berichten. Wir fördern einmal die Konzepte. Zuerst muss ich mal wissen, wie viele Leute brauchen einen Dorfbus oder ein Rufsammeltaxi. Wann brauchen sie es? Wie oft brauchen sie es? Und die ganze Berechnung, was das dann kosten würde. Also auch hier Befragung der Bevölkerung. Wir brauchen nichts installieren, was keiner braucht. Wenn es dann soweit ist, wie gesagt, Konzept übernehmen wir, dann schauen wir, je nachdem, beim Dorfbus zahle ich wieder ein Drittel, beim Rufsammeltaxi, das ist meistens gewerblich, wenn es ein Verein macht, zahlen wir da auch mit. Also das geht weiter und Mobilität ist die zweite Sonderförderschiene. Was ich Ihnen noch sagen möchte ist, was mir ganz wichtig ist, vielleicht interessiert Sie, was hat die Dorferneuerung jetzt neben all diesen Dingen noch vor? Ich steige jetzt ein mit September wieder in die Nahversorgung. Ein Riesenproblem. Und ich darf Sie ersuchen, dass Sie auch darüber Bericht erstatten, weil dann sind die Menschen gut über Sie alle informiert. Es wird ab 1. Oktober möglich sein, dass bestehende Nahversorger, wenn sie dringend was Neues brauchen, 40% Förderungen für Infrastruktur kriegen. Ein Beispiel. Viele hören auf, weil sie sagen, jetzt müssen sie so viel investieren. Ein Klo, eine neue Kühlanlage, ein neuer Pult, irgendwas Neues, was ich brauche. 40%. Ich habe das aber so gekoppelt, dass das nur für kleine gilt. Einstieg 10.000 Euro Investition, das hat man bald, und Deckel 100.000 Euro. Das heißt, ich will nur die Kleinen fördern, aber das zu 40%. Wie fördert die Dorferneuerung? Übrigens, Entschuldigung, Kommando zurück, gelten tut das auch für Buschenschenke.
Weil wir haben in vielen Gemeinden ist der Buschenschank schon der einzige Nahversorger. Das heißt, das gilt auch für Buschenschenke, aber das ist auch so die Generation, die gerade aufhört. Mhm. Und die nächste sagt eben das Gleiche wie beim Nahversorger: Klo, Einrichtung, Auflagen, jetzt hören wir auf. Daher möchte ich das stoppen. Zurzeit läuft gerade eine Studie, weil ich brauche wieder die neuesten Daten und Fakten. Die habe ich wieder der BOKU übergeben. Die fragt jetzt in jedem Dorf, was brauchen wir? Gibt es da einen Nahversorger? Gibt es einen neuen? Können wir dort helfen? Ich kann nur einladen, Nahversorger kann einen Verein führen, wenn sich keiner mehr traut, oder über eine Genossenschaftsform. Wir beraten da gerne. Das geht genauso, wenn sich keiner mehr findet, der das als Geschäftsmodell macht. Also das ist nach wie vor wichtig. Ein zweiter Schwerpunkt ist für 2018. Wir haben ein Problem, das sage ich auch geworden, da gibt es auch im Bezirk Oberbullendorf, wieder der Süden und die Mitte. Manche wenige Teile im Norden, sage ich mal Datten und rundherum, also die ein bisschen aus dem Zentrum sind. Wir haben keine Belieferung manchmal von älteren Menschen oder nicht mehr mobilen Menschen mit Essen. Das Gasthaus hat zu, das Geschäft hat zu, die sind nicht mehr mobil. Und wer bringt ihnen das Essen? Die wollen aber zu Hause bleiben. Und da denke ich an ein System, das ich mir selber im Kopf ein bisschen gestrickt habe, das gemeinsame Kochen in einer Dorfküche. Ich bin nicht dafür und werde das nicht unterstützen, dass man da neue Dinge baut, sondern ich unterstütze Projekte, wo ich beispielsweise irgendein leerstehendes Gebäude habe, meistens im Zentrum, und dass wir das dort sanieren und dass man dort gemeinsam, wer noch mobil ist, kocht und dass man von dort auch ausführen kann, das dann beispielsweise eine Gemeinde macht oder tun kann, bevor er nach Oberbullendorf fährt, um irgendwo, wenn es kein Gasthaus mehr gibt, sage ich jetzt ein Beispiel. Aber es gehört die Versorgung der älteren Menschen und der nicht mobilen Menschen, der beeinträchtigten Menschen, die wollen genau nicht das, nämlich irgendwo so aufgewärmt. Und wir wollen da natürlich auch im Kopf mobil halten. Wenn ich das schaffe, dass die älteren Menschen in die Dorfküche gehen, habe ich es wieder integriert. Die reden miteinander, die kochen miteinander. Ein englisches Beispiel habe ich in Mörbisch gefördert, vor vielen Jahren. Und das funktioniert hervorragend. Träger kann die Gemeinde, ein Verein sein. Ich freue mich schon drauf, das wird der Schwerpunkt 2018 sein. Und meine Damen, Sie sind die Ersten, die das erfahren. Premiere. Ich gebe es auch noch nicht weiter, das ist jetzt Ihre Headline. Das habe ich noch nicht gesagt, weil ich noch daran arbeite. Aber es wird gehen und es wird laufen. Das kann ich Ihnen garantieren. Und so die Details, wie wickeln wir die technische Abwicklung, also Verrechnung und Träger und Modalität, an dem arbeite ich noch im Hintergrund. Das heißt, zusammengefasst, in etwa 100.000 Euro wird hier fließen an Förderungen, weil es ein großes Projekt ist. In Steinberg haben wir schon gefördert. Viele andere Dinge, ich kann nur einladen, auch immer wieder teilzuhaben und gemeinsam vor allem, so wie du es ja machst, als Bürgermeisterin, das macht ihr ja wirklich auch zu einer erfolgreichen, beliebten Bürgermeisterin, mit den Menschen reden. Alles andere ist eine Bevölkerungsbeteiligung und das wird auch dann nicht gefördert von der Dorferneuerung. Das geht nicht. Ich will die Menschen mit dabei haben. Ja, ich schicke Ihnen drei, wenn es Ihnen recht ist, das zu. Dann haben Sie alle Daten und Fakten noch einmal. Und ich veranlasse das gleich im Auto. Und dann haben Sie alles, um noch einmal nachzulesen. Und wenn irgendwas für Sie noch fehlt, dann bitte jetzt oder im Nachhinein per Mail oder per Anruf noch nachzufragen.